Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Und wir steigen gleich in den Animus und es geht sofort los mit den Enzio. Wie du vielleicht im Van bemerkt hast, habe ich den Animus weiter verbessert und außerdem ein neues VR-Trainingsprogramm eingebaut. Hier kannst du mit den schicken Moves angeben, die du von deinen Vorfahren hast. Ich öffne dir eine Mission. No. Du erreichst weitere VR-Missionen über das Animus-Menü. Wenn du die Übungen meisterst, füge ich weitere hinzu. Ah, okay. Damit dein Unterbewusstsein Ezios Erinnerungen akzeptiert, musst du sie in der Reihenfolge nacherleben, in der sie gespeichert wurden. Markiere Sequenz 2 für mich, Desmond. Gut, jetzt wähl sie aus und du siehst die Erinnerung darin. Nach Freischaltung einer Erinnerung hier in diesem Menü kannst du sie so oft du willst nacherleben. Und wenn es Erinnerungen gibt, die ich lieber vergesse? Desmond, das ist sehr wichtig. Wenn du eine Pause brauchst, verlass den Animus. Du kannst jederzeit daraus. Bin zu allem bereit, schon gut. Eine Sache noch. Wenn du deine Synchronität steigerst, indem du alles genauso machst, wie Ezio es machte, entdeckst du vielleicht sogar verdrängte Erinnerungen. Gut, fangen wir an. Wähl die erste Erinnerung. Desmond. Ich habe mir diese komischen fünfstelligen Codes aus den Dateien von Subjekt 16 angesehen und anscheinend einen bemerkenswerten Zufall entdeckt. Die Codes entsprechen exakt Koordinaten im Animus. Ich habe die Orte, auf die die Koordinaten deuten, in der Datenbank mit einem Auge markiert. Also vermutlich findest du dort nichts, aber hey, wer weiß. Kalmatevi, der Schmerz lässt bald nach. Wohin habt ihr mich gebracht? Nirgendwohin, Messere. Ein Mann ließ euch hier. Hat er etwas gesagt? Nur dies. Trefft einen Messer Machiavelli vor dem Mausoleo di Augusto. Ich werde euch ankleiden. Dieser Mann, der mich herbrachte, ließ auch die Kleider hier? Si, Messere. Rom, Januar 1500. Ja, oder was davon übrig ist, seit die Borgia an der Macht sind. Und das Mausoleum? Von hier aus kann man es leider nicht sehen. Und vom Dach dieser Kirche aus? Ja, doch der Aufgang ist gesperrt. Das sollte kein Problem sein. Hab Dank für alles, was ihr hier für mich getan habt, Buona Donna. Addio. Ich muss einen Arzt finden.
Salute. Ich brauche Medizin. Ah, lasst mal sehen. In eurem Alter erfordert die Heilung solcher Wunden mehr als Medizin. Hier ist etwas gegen den Schmerz. Heilen wird es die Zeit. Grazie. 4 von 5 Ärzten würden zu Egeln greifen, aber die sind bei solchen Wunden nicht sehr wirkungsvoll. Jedoch kann ich euch einige gute Kollegen in der Stadt empfehlen. Braucht ihr sonst noch etwas? Ich kann auch Furunkel, Husten, Zit. Dann bis bald. Ich bin meistens hier, falls ihr mich doch braucht. In eurem Alter. In eurem Alter. Ich kann mich gar nicht, wie alt war denn Ezio? Oder 16 oder 18? So, da ist, der zweite Teil, also wo wir mit Ezio angefangen haben zu spielen, 22 Jahre. Wenn er 18 gewesen ist, ist sie jetzt 40. Ah, eine Feder. Dann wäre er jetzt 40 Jahre alt. Müssen wir noch mal gucken. Wir haben jetzt 1500. Moment. Kurz Escape. Halt. Datenbank. Menschen. Ezio Auditore. So, jetzt muss ich mal kurz rechnen. 41 ist er. 41 Jahre. Heißt ein Bauer, widersetze sich der Verhaftung. Na kommt, wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann warten. Letzte Nacht sind mir im Traum Schafe erschienen. Kleine Lämmer, um genau zu sein. Was macht dieser Rat den ganzen Tag? Jemand mit Rückgrat? Die Wache kam und wollte meine kleine Nichte verhören. Doch erst 13. Tun sollen. Der neue Zensus wird uns ruinieren. Bald werden wir vor der Kirchentür betteln müssen, um zu überleben. Als wäre es nicht genug, dass wir ihre Kriege finanzieren. Nun sollen wir auch noch für ihren Unterhalt aufkommen. Wisst ihr, ob es hier im Viertel eine Armenspeisung gibt? Letzte Woche. Ihr habt Nerven. Das letzte Mal, dass wir ein Buch mit Gewinn verkauft haben, ist schon einig. Haben wir den jungen Dottore gesehen, der jeden Freitag hier seine Runde machte? Mein Fußkoch. Ich weiß noch das. Ich bin ein Mann mit vielen Talenten und bisher ist mir noch immer etwas eingefallen. Aber jetzt bin ich kurz.
kurz davor aufzugeben. Ich gehe auf dem Zahnfleisch und man braucht Geld, um Geld. Hört, hört, ich habe wichtige Nachrichten. Ich sah zwei Männer, die als Kinder zusammengespielt haben und sich nun auch auf der Straße an die Gurgel gehen. Dass die alte Gerberei die Entschädigung angenommen hat und umziehen wird. Die neue Wirtsstätte ist gegenüber der Ziebe am Campo Marzio. Der Consiglio Roma wird. Sie war eine Schönheit. War sie? Bis dieses Schwein sie schändete. Ach, hätte er sie doch umgebracht. Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht. Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte. Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig. Ich verlor meine Familie am Galgen. Durch Verrat. Il Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Wenn ihr bereit seid, schneidet sie ab. Ich kümmere mich um Il Carnefice. Okay, so, und los geht's. Wir schnappen uns den ersten Templer. Ja, also, wie er so handelt, ist ein Templer. So schlechtem Material. Bald werden wir seinen Körper irgendwo auflesen müssen. Requiescat in pace. So. Bitte haltet ein. Meine Brüder werden mich recht vor dem Tod. Bronzo. Kein Grund, mich zu töten. Ich bin keine Gefahr. Lieber Assassine, mich überlebst du nicht lange. Bitte, lasst mich einfach gehen. Ich nehme dich mit in die Hölle. Ich habe etwas Angst vor dem Tod. Verschont mich. Ich bin nicht wie die anderen. Drei Soldaten. Okay. Nun gut. Jetzt geht's erstmal richtig los. Hier haben wir Roma. Auf jeden Fall. Richtig geil. Und wir sind am Start. Mal gucken, was draus wird. Ezio ist mittlerweile jetzt schon 41 Jahre alt oder fast 41, je nachdem, wie man das sieht. Wir drängen uns nun mal hier durch. Oder fast, also ja, wir haben ja erst Januar. Also 59 geboren,
Ja, also ist die Frage, welchen Monat. Ja, welchen Monat ist er geboren worden? Ich weiß gar nicht, war das jetzt im zweiten Teil? So, wir gehen mal zu Machiavelli. Da ist er. Ezio, welche Überraschung euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Machiavelli durch Rom begleiten und verschiedenen Gefahren auf dem Weg begegnen. Volle Synchronisation, den Borgia-Hauptmann in das Gerüst werfen, um ihn zu eliminieren. Folgt mir. Erregt bloß keine. Geht sofort weiter. Nötige Aufmerksamkeit. Tue ich das je? Borgia-Hauptmann in das Gerüst werfen. Es wäre weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ohne werdet ihr in Rom nicht lange überleben. Ich habe meine Klinge. Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Zum Glück kann ich euch helfen. Grazie. Als mein Schuldner hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich hier begegne, lasse ich es euch wissen. Ich habe gestern monströse. So, Rüstung. Anleitung. Popularität. Durchschnittliche Attraktivität der Zone. Je populärer das Geschäft, desto teurer ist die Investition und umso mehr anderen Investoren müssen sie den Gewinn teilen. Mit anderen Spielern, die in dasselbe Geschäft investiert haben. Geringe Population, wenig Anteilseigner, mittlere Population, durchschnittliche Anteilseigner, viele Anteilseigner, Gebiet ohne Geschäfte, in die sie investieren können, Gebiet unter Borgia-Einfluss. Okay, jede Zone verfügt über einen festen Risikofaktor. Je höher das Risiko, desto geringer die Chancen. Desto geringere Chancen haben sie, den maximalen potenziellen Gewinn zu erzielen. 5 Risikostufen. Sicher, sehr gering, gering, hoch und sehr hoch. Die Kombination aus Popularität und Risikofaktor bestimmt die Größe ihrer Gewinner. Es ist ihre Entscheidung, wie viel Risiko sie eingehen möchten. Okay. Nun könnt ihr die Reise zurück nach Florenz überleben. Vielleicht.
Aber ich gehe nicht nach Florenz. Oh. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteregione. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst im Vergleich zu dem Mann hinter dem Angriff auf die Villa. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohnegleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nichts. Er tötete seinen Bruder im Kampf um Macht. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die, die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Staub und der König von Frankreich steht ihm zur Seite. Nennt mir seinen Namen. Cesare, Führer des päpstlichen Heers. Was er mit seiner Macht im Schilde führt, was den Mann antreibt, das vermag ich nicht zu sagen. Aber Ezio, Cesare hat ganz Italien im Visier und bei seinem Tempel wird er es kriegen. Höre ich da Bewunderung in eurer Stimme? Er versteht es, seinen Willen durchzusetzen. Ein seltenes Talent heutzutage. Ich hörte, der Kardinal habe den Plan aufgegeben, hier eine neue Kirche zu bauen. Sollten wir nicht lieber reiten? Roma ist sehr groß. Als Cesares Feldzüge in der Romagna erfolgreich waren und die Borgia an Einfluss gewannen, haben sie erhebliche Teile der Stadt Rom in Besitz genommen. Diese Stelle können wir nicht benutzen. Oh, der Wille der Borgia ist Gesetz. Was wollt ihr andeuten, Ezio? Stellt euch doch nicht dumm, Machiavelli. Habt ihr irgendeinen Plan? Ich improvisiere. Verdammt, ich sehe der Große da. Kommt mir bekannt vor. Merda, wo auf ihn! Der ist Hundefutter! Furte Borgia! Kommt schon, ihr faulen Hunde! Wir müssen Zeigt ihm die Gastfreundschaft der Borgia, Jungs! Furte Borgia! Erledigt den Schleimbeutel! Zeigt ihm die Gastfreundschaft der Borgia, Jungs! Forza Borgia! Erledigt den Schleimbeutel! So. Mein Gott, was für ein Gestande in den von der päpstlichen Garde kontrollierten Bezirken. Nur weil ihr ein paar Wachen tötet, gewähren euch die Leute nicht automatisch Zugang zum Stall. Ihr habt recht. Wir müssen ein Zeichen setzen. Wartet hier. Machiavelli, wartet mal. So.
Okay. Anscheinend steht dieser Stall inzwischen zum Verkauf. Nach euch. Ein Hinweis an alle spanischen Söldner und Abenteurer innerhalb der Stadtgrenzen Roms. Die Guardia wird die kürzlich begangenen Übergriffe nicht länger dulden. Seid gewarnt. Bis die Lage sich beruhigt hat, werden die Strafen empfindlich verschärft. Okay. Wie gewonnen, so zerronnen. So, wir sollen ihn begleiten und wir sollen keine Gesundheit verlieren. Das Pantheon. Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen, nicht Symptome kurieren. Streitet nicht mit mir. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Templer. Einen Mann zu töten ändert nichts. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volk vertrauen heißt, auf Sand zu bauen. Da irrt ihr. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Ich werde beim Kapitol warten. Dort treffe ich einen Verbindungsmann. Gebt mir mein Geld zurück! Kommt hierher zurück! Ich überlege. Ihr macht einen großen Fehler! Was? Auf ein Wort. Verschwinde, bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. Und hier bin ich König. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Ist es unschicklich, eurem Gewerbe weiterhin nachzugehen? Erlaubt es hin oder her. Bitte meldet euch bei der nächsten Kaserne der päpstlichen Garde zur sofortigen Umschulung. Alle Gewerbetreibende in den von der päpstlichen Garde. Okay, wir klettern erstmal hier hoch, schnelle Fix, wie Idefix.
Okay, so. Und Machiavelli steht da drüben. Dann gucken wir doch mal nach, ob man hier diesen... Ja, aus Florenz. Nee, Florenz ist ja nördlich. Hey Desmond, ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Okay, hier können wir nicht hoch. Hier? Nein. Ja, auch nicht. Hier müssen wir noch hochkommen. Ja. So. Okay. So, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ezio Auditor. Brave of you to stand alone against me, but also quite foolish. Assassin.